Ja. Zumindest der Dia-Rahmen. Der Rest ist eigentlich ganz okay, aber der Dia-Rahmen von der letzten Season, da hast du wenigstens gesehen, dass da ein Diamant drin ist, ne? So, ich muss mal kurz gucken, ob ich da noch irgendwas schließen muss. Wir schließen mal das, wir schließen mal das, wir schließen mal das. Ja, jetzt ist besser. Gerade ist nämlich noch so kurz immer wieder geruckelt. So, erster Trade direkt, ne? Direkt Cassio zeigt, dass sie aggressiv spielen möchte. Da hat sie den rückkehrenden Schuss von Graves vergessen. Und jetzt Echo. Das mit dem Stun ist so eine Sache. Bam, Brand Damage. Hat aber mehr kassiert, als er ausgeteilt hat bisher. Natürlich immer krass. Eine Fiora Dash vor, direkt weglaufen, da kommt trotzdem Damage an. Da sitzt ja auch gegen Graves. Oh, der kassiert direkt. Schöne Packung. Braumschild ist raus. Da kommt man erstmal nicht dran vorbei. Echo, aber mit einem schönen Q. Trade lief da viel besser für Lost Because You. Ah, oh, Flavor wundervoll. Hook sitzt diesmal wieder gegen Graves. Weil Brad einfach mal rüberflasht. Und Fiora kassiert eine Packung. Und der First Blood für Cassio. Sein Zahn kam noch mal hinterher geflogen. Und hat gefinished. Double muss da aufpassen. Der hat dann einen Tower Hit kassiert. Und das ist am Early natürlich wesentlich, wesentlich, wesentlich schlimmer als jeder Spell eines Champions. Oh, 3 Minuten vergangen, 3,5 gleich, ein Kill bisher gefallen. Wir hatten ein paar schöne Trades gesehen, aber ja, auf jeden Fall Lost Because You permanent im Tower pushen. Die haben die offensive Rolle hier auf jeden Fall fest verinnerlicht. Man muss mal die Items kurz anschauen, während hier nicht so viel passiert. Master Yi mit dem Ziel direkt am Anfang. Attack Speed, Movement Speed, Crit Chance 20%, glaube ich, sind das ja derzeit auf dem Eifer hier. 20%, richtig genial. 15% Angriffstempo, jetzt wieder ein schöner Hook gegen Graves, der direkt geforst wird. Verloren, auch aggressiv drin. Kriegt seine Packung und Fiora, die hinterher will, wollte auch noch mal ein bisschen was haben. Ein paar Auto-Attacks von Trash, warum auch nicht. Kann man alles machen. Oh, Flash Hook, klack. Space Shield. Das war's. Flash is out. Bye, Trash. Und ja, Kardus trifft hier. Graves Single. 128 Crit, glaube ich, war das gerade. Ist natürlich schon eine Packung. Echo jetzt ran. Braum gestunt. Stand unterm Tower. Schild war oben. Das hat ihm gerade so das Leben gerettet. Zweiter Kill in dieser Runde. Geht an Double. Mit seiner Zone, die er unter sich setzen kann, mit seiner E. Hook sitzt gegen Fiora, aber da kann kein Damage fallen, steht zu weit hinten.
Und man muss immer wieder aufpassen, wenn man einmal in dieser Echo-Zone drin steht, das ist ein langer, langer, langer Stunt für alle. Also, Alpha wissen wir Bescheid, 5% Passivtempo. Kartos will auf Stab des Zeitalters gehen. Als erstes Item hat sich den Katalysator schon geholt. Und Braum mit Relic Shield und diesem Aram-Item. Wie heißt das denn noch? Wie heißt das denn noch? Horn des Beschützers. Schöner Hocking Brand. Ulti direkt raus, dann keine Chance zu reagieren. Dritter Kill. Dank Early Level 6. Und jetzt kann der Tower geforst werden. Langsam sollte man das mal machen. Oh, Tower auf W und er kassiert. Schade. Die Q von Nocturne plus 2 Tower Attacks. Das war das Ende für den Katos an dieser Stelle. Ja, Cassio mit Trine und dem Tom. Dem Buch. Zauberbuch. Wieder hoch gegen Echo. Trash jetzt aber mit Ultimate versucht zu klären, aber da kommt zu viel Schadenmasse. Jino mit der Q kriegt den ersten Kill. Könnte den zweiten Kill gegen Echo kriegen, aber Graves Damage zu hoch, der sich nebenbei einen Double Kill damit holt. Ah, jetzt ist Brand an der Reihe. Setzt sich dem Tower aus. Cassio Flash. War im Grunde im Nachhinein gar nicht nötig. Brand hätte ihn dann eh daneben gesetzt. Und jetzt, ja, Carlos direkt mal drin mit der Ultimate jetzt. Ah, Brand, 270 HP. Ohoho. Ganz knapp überlebt, aber Graves, das war's Ende. Cassio mit einem Double Kill. Abgeschlossen gegen Graves. Ja, den Heal will man gerne selber haben. Aber Echo jetzt, ja, der wird dann jetzt vielleicht immer so Helm reingehen mit dem Stun, aber... Ah, Hook sitzt auf Brand Focus. Bam, da ist der Master Yi direkt mit dabei. Direkt mit dabei. Man lässt da wirklich keine Chance. Cassio mit dem Snowball-Kill. Boah, das Gift auch mal die Lache drunter gesetzt. Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Trash mit guten Hooks jedes Mal. Fiora kann aber eiskalt alles einmal ablocken. Aber dennoch, 4 gegen... Oh, Marvin jetzt Ultimate an, kriegt den Braumpassive hoch. Und den Kissen mit... Oh, aber den nächsten Towerschuss tötet. Der nächste Towerschuss tötet nochmal. Da kommt er nicht mehr weg. ...10-6 steht's jetzt. Echo ganz, ganz aggressiv. Aber Braum mit seinem Schild kann immer wieder die Frontline beschützen. Das Durchbrechen verhindern, passive einmal draufsetzen. Dann weiß man, der Stun kommt gleich. Da möchte man wirklich nicht weiterkämpfen. Immer, immer sehr stark. Dieser Braum. Aber abwarten. Das Late Game ist noch nicht gekommen. Das Mid Game auch nicht. Das ist noch ein frühes Mid Game. Und in der 8. Spielminute auf Aram. Ja, da kann man schon Mid Game sagen. Level 8, Level 9. Power Spikes hier, Level 9. Die erste Fähigkeit ist komplett geskillt. Auf Max Level. Gibt den größten Buff. Moin, moin. Erste Tower bald durch. Auf der anderen Seite, ja, der hatte mal kurz Besuch gehabt. Da hat irgendjemand im Auto-Attack drauf gemacht. Ah, und wieder der Hook sitzt. Und Trash rein. Der geht rein mit der Ultimate aktiv. Nocturne holt ebenfalls rauf. Vision ist eingeschränkt. Aber Master Yi zusammen mit dem Rest des Teams, mit Katos, die rollen hier durch die Map durch. Marvin hat einen Triple Kill, der kriegt sein Quarter, will haben, kriegt auch. Quarter Kill für Master Yi, der hat jetzt richtig Money bekommen. Money Rich, Shady lässt sich exekuten, Braum möchte das auch. Zieht sein Shit immer hoch und auch Katos könnte es theoretisch auch machen.
aber der bleibt lieber. Der bleibt lieber State of the Lane. Und ja, gut, er will auch sterben und opfert sich. Ne? Alleine sterben ist langweilig. Möchte lieber in die Base zurück. Und der Weg dahin ist natürlich wesentlich, wesentlich kürzer, wenn man einfach mal stirbt. Ja. So will ich das auch sehen. Rasur vom Feinsten. Marvin ist dabei. 732 steht da. Mit seinem Master Yi. Hat 44 Farben, den meisten aus dem Spiel. Klar, wenn er die Q nutzt, wird die Wave natürlich auch immer mitgecleared. Und jetzt Trash mit einem Hook. Wenn er sitzt. Er weiß, Nocturne braucht er nicht. Der hat ein Spell Shield. Hätte den Spell Shield aber natürlich rausbaiten können. Mit einem Hook. Selber, sein Hook hat einen kürzeren CD als dieses Spell Shield. Das dürfte jetzt noch bei 25 Sekunden in etwa liegen. Wir klicken einfach mal drauf, dann sind wir nochmal klüger. Ne, 14,4 Sekunden hat das. Also ist trotz allem sehr, sehr lang, wenn man sich den Hook mal von Trash anschaut. Stufe 5, 10,8 Sekunden. Nimmt sich jetzt nicht so viel. Der Trash hatte scheinbar auch keine Abklingzeitverringerung gescaled. Auch nicht in den Runen. Und wie baut der Gute denn? Ja, 10% hat er auf jeden Fall schon mal mit dem Locket. Und jetzt geht's aber ab. Und bei mir kommt gleich ein Nieser hinzu. Oder ist das schmerzhaft? Ah, der Hook sitzt natürlich wieder nicht. Aber Snowball of Trash von Nocturne. Da will er aber nicht hin. Da will der nicht hin. Brand muss treffen. Genau. So wie jetzt ein Stun. Braum wieder mit seinem Schild. Schön blockt alles ab. Beschützt seinen Kollegen da vor weiteren Poke. Oh, der Braum. Aber wir sehen auf jeden Fall Cassio, ne? Die hat eine gute Killstreak. Die hat eine gute, gute Killstreak. 4-2-7 steht sie. Ist auf jeden Fall schon mal gut was wert, wenn sie denn sterben sollte. Und, ah, Hook ganz knapp. Da musst du ja vorweg dashen. Der Graves. Und der Hook, oh, der hat fast connected zu Brand, aber der konnte nochmal nach Süden hin ausweichen. Ja, Mr. Pringles ganz einfach. Weil er eben aussieht wie der Typ von Pringles, von der Pringles Packorg. Mit diesem Schnurrbart, den er hat. Der nächste Hook sitzt nicht verloren. Hat zur Sicherheit aber sein Special rausgeholt. 300 trifft Katos jetzt schon mit der Q kritisch bei einem Single-Target. Da wieder 247, also nicht ganz 300. Master Yi im Rave Clear, klar, kein Problem. Hat mittlerweile schon 60 CS. Der Einzige, der da rankommt, ist Graves mit 50. Rest des Teams. PJ Sedam. Die stehen alle ein bisschen schlechter. Fiora derzeit auch. Ich denke, dass sie sich auch sehr, sehr useless hier sieht. Sie hat wirklich einen schlechten Champion gegen die gegnerische Kombination. Könnte halt nur wie eben gerade mal aggressiv rangehen. Master Yi jetzt mit dem Double Kill. Hier ist raus und cute. Dodge da mal. Oh, da kam die Combo. Dreifach Tötung noch am Leben. What the fuck? Da
müssen wir noch mal kurz zurückgehen. Das konnte ich gar nicht richtig sehen. Das müssen wir mal uns slow anschauen. Auf jeden Fall jetzt Masse Yi holt sich den Nocturne direkt. Brandtail, bevor der seine Ulti rauskriegt. Setzt ihn hier an. Das braucht jetzt ein Ultimate. Trifft alle drei Ziele. Flay hinterher vom Trash. Da kam der unfassbare Schaden von der Q von Masse Yi plus Rest Teams. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Weiter geht's. T2 Tower wird fallen. Schönes Ass. Inhibitor gleich mit hinterher. Zack, 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 zack. Da geht's ruckzuck. Lass nicht alle executen. Oh mein Gott. Wir gehen mal direkt live. Oh, die Execute-Welle. Der Geigen, der steht da gleich daneben. Eieieiei. Echo's Flash. Echo Flash. Echo Fresh. Das Wortspiel. Ah. Braum wieder vor mit seinem Schild. Ist das... Bei mir steht der Tower noch. Was ist das denn für ein Bug, Leute? Seht ihr das? Seht ihr das? Der Tower steht... Oh, Nocturne, engage. Wir sehen hier gerade ein bisschen Chaos. Aber der Erste, der fällt, ist Nocturne selber. Fiora kämpft hier unten gegen Cassiopeia. Masse Yi räumt natürlich wieder auf mit einem Doppelkill. Der will einfach nicht aufgeben. Aber Brand mit einer schön platzierten Q finisht hier den Masse Yi. Aber die Nocturne, ja. Katos Ult, Katos Ult. Das könnte es gewesen sein. Die Supporter... überleben als einziges und versuchen den Tower down zu hauen. Natürlich ist Nocturne rechtzeitig zur Stelle und man versucht und versucht und sagt sich, komm, der Tower soll, ich will sowieso in die Base, sagt sich Baum, ich will sowieso in die Base, ich will einkaufen, ich brauche wieder ein paar Items. Schauen wir uns mal an, Masse Yi mit Statics baut als nächstes auf jeden Fall mit riesenschweren Pickaxe, denke ich mal, den Infinity Edge. Und mit Yomus hat er da auf jeden Fall sehr viel Tech-Speed und Impact-Damage schon parat. Katos absolut auf live. Mal schauen, jetzt bei 2600. Oh, Fiora jetzt so tief drin mit ihrem zweiten Dash. Kam sie nicht mehr raus. Echo versucht nochmal mit der Ulti rauszukommen. Trashhook sitzt auf Graves. Die Carries wurden ja aus dem Spiel gehalten. Und Brand kann nur zuschauen. Er kann einfach nichts für sein Team tun. Versucht nochmal den Kill gegen Marvin zu kriegen. Aber das wird nichts. Double Kill für Cassio. Und das war's doch jetzt. Das muss es jetzt gewesen sein. Ein Tower steht nur noch. Und wir haben, bis Fiora da ist, noch 4 Sekunden. 10 bis 15 Sekunden, bis der Rest da ist. Das reicht definitiv für den Tower. Mit dem Super Vasallen dort, mit sehr viel Push-Power, könnte man jetzt auch zu 5 einfach mal den Nexus forcen. Nein, man will den Kill gegen Fiora. Lange Cooldown-Zeit, bis sie wieder lebendig ist. Und da kommt einer nach dem anderen rein. Und einer nach dem anderen werden sie ihn hier wegforcen. Wenn sie es denn möchten. Brand Ult verursacht immer viel Schaden. Er kann von hinten aber nur ein bisschen was ausrichten. Katos steht da schön drin. Und sie stehen alle in Katos drin und kriegen ganze Damage. Sie kriegen die ganze Damage, Katos. Und Trashhook finisht einfach mal, auch wenn Katos da ganz viel Damage ausgerichtet hat. Und das war's definitiv. Mensch, da bleibt mir die Luft weg. Da bleibt mir die Luft weg. Im Finale. Lost Because You gegen, werden wir gleich sehen, 35-15 steht's am Ende. Da wurde rasiert.